Ja, moin, liebe Freunde der leichten Unterhaltung. Ich hab wieder ein bisschen was zwischendurch gemacht. Weil das hat viele, viele Stunden gedauert. Also wirklich viele, viele Stunden. Naja, und der Fachmann wird erkennen, der Tristoastbeck ist schon wieder weg. Ja, ich hab mir überlegt, die FPS schwinden ein bisschen. Es ist ein unheimlich schönes Resource-Pack, aber wenn man wirklich so Fülle mit Maschinen hier macht und so weiter, dann ist halt diese die Realistik, ja, es ist dafür nicht unbedingt so geeignet. Zumindest nicht in meinem Fall. Ich bin wieder auf Zwex zurück. Sieht ja auch schön aus. Zwex ist ja eine Oberschönheit. Und ich würde euch gerne zeigen, was ich geändert habe. Also, ihr seht natürlich, ich habe hier meine Grundfläche von dem Gebäude habe ich erstmal in weißen Beton geändert. Ne, vom normalen Stein hier auf weißen Beton. Hier werde ich, wie gesagt, mittig werde ich hier irgendwie ein großes Solarpanel oben in der Mitte kloppen. Und außenrum nochmal ein paar Solarpanel, damit hier ein bisschen passive Energie reinkommt, ohne dass man sich Gedanken machen muss, dass der Reaktor nicht reicht. Denn er wird langsam etwas knapp. Ich zeige euch auch gleich warum. Gut, dann habe ich hier mein Gebäude etwas, ihr ändert, das Holz ist raus, denn unter Zwecks wieder, sieht das Holz eben anders aus. Also habe ich jetzt hier alles auf Apatit gemacht. Das war übrigens mit den halben Blöcken ziemlich spannend, weil das ja oft über Chisel läuft. War das ja nicht mal so, ja, einfach setzen und fertig ist nicht. Genauso habe ich mir die Spitzen oben auch aus Chisel selber gemacht. Ja, weil das eben die Diamant-Spikes, die sehen halt farblich gesehen nicht so schön aus. Ja, sieht aber so, finde ich, doch wesentlich besser aus, wesentlich angenehmer. Ich denke auch, das werde ich so lassen. Vielleicht setze ich außen noch ein paar Scheiben ran, weiß ich noch nicht, denn ich hatte ja sowieso was vor, ihr habt hier so ein Weg hier, so, das sollte eigentlich irgendwie, mal gucken, wie ich das mache. Genau. So, dann, ich habe hinten das Zertus-Quarz habe ich ausgetauscht gegen Redstone, denn Redstone wurde irgendwie aus irgendwelchen Gründen etwas knapp, kam ich nicht so richtig hinterher. Was waren das gewesen? Ich glaube, das waren knapp 25.000 Zertus-Quarz so mit der Zeit. Oh, ist gerade mein Steak zum Leder geworden, auch nicht schlecht. War sehr gut durch. Was wollte ich sagen und nicht lügen, genau. Also Zertus-Quarz, wie gesagt, war schon jede Menge. Ich dachte, jetzt reicht erstmal langsam. Kann ich da immer noch wieder irgendwann ändern, aber erstmal reicht's. Redstone, ja, von paar wenigen sind wir jetzt bei 14.000 angekommen. Dia ist auch 10. Ich habe auch gleich einfach mal so ein Item konduiert von dem Adjustable Storage Ding hier nach unten gelegt. Hab das hier ganz freundlich da angeschlossen mit einer Zwischenkiste. Funktioniert auch einwandfrei, freue ich mich, klappt alles. Die Kabel, die sind wieder da, genau. Die waren nämlich auch verschwunden mit dem Wechsel auf Specs, waren keine Dense Cable oder überhaupt keine ME-Kabel mehr zu sehen. Jetzt sind sie wieder da, ich freue mich, alles online, passt. Gut, genau. Das Solarpanel, ich habe wirklich viel gemacht, das Solarpanel, weil ich da oben in die Mitte gesetzt habe. Andersrum, ich hatte auf einmal zu wenig Energie. Mein ME-System wollte nicht mehr starten. Hat alles nicht mehr geklappt. Naja, irgendwann kam ich drauf. Natürlich, die normalen Leadstone-Kabel hier, Kabel, die schaffen 1000 RF pro Tick. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt so Fülle. Vor allem, wenn das Sicherheitssystem schon unheimlich Fülle schluckt und allein die Verlängerung der, für das Wireless-Teil, schon knappe 4000 schluckt. Habe ich das Solarpanel nach oben auf den Berg gesetzt, weil pro Kabel hier 1000, bla bla bla, weil das Solarpanel schafft, glaube ich, 2000 RF, habe ich zwei Kabel runtergelegt, immer noch nie erreicht. Würfel will nicht leuchten. Im Endeffekt, habe ich dann nur eins von den Redstone-Kabeln genommen, was durchaus 9000 RF pro Tick liefert oder leiten kann und habe mir hier auch am Reaktor einen neuen Output gemacht. Deswegen ist es noch offen, mache ich gleich wieder zu. Wollte ich euch nur mal zeigen, was ich hier gemacht habe. Genau, habe ich hier jedenfalls auch eben ein bisschen verändert, beziehungsweise eben ein bisschen mehr Bums ins System geleitet und es funktioniert wieder. Bin ich beruhigt. Genauso habe ich hier auch ein bisschen von den Kabeln geändert, auch auf die 9000er, denn ich habe hier Beton gemischt, also das Pulver hier, das Betonpulver, ne, das packst du natürlich, das haust du denn. Nee, das haust du hier unten rein, musste Wasser rein, habe ich immer schön Schneeblöcke genommen. Übrigens hier, wenn ihr mal guckt, geht schnell. Und genauso schnell
wird es auch zu Wasser und genauso schnell wird es auch zu Beton. Also geht relativ zügig. Hab hier auch alle Upgrades drin gekloppt. Wie man hier so freundlich sehen kann. Wo haben wir da? Geht wahnsinnig schnell. Hat natürlich den Nachteil, es schluckt Strom ohne Ende. Und der Reaktor, ja, also er schafft's noch. Es geht. Aber das war ja noch nicht alles. Ich habe ja noch ein bisschen. Na, machen wir erstmal den hier. Genauso habe ich ja Chickens drauf. Und habe gedacht, Mensch, dieser hellgrüne Farbstoff. Ach, guck mal, wie weit meine GUI da oben reicht. Ich kann meine Rüstung oben links sehen. Ist ja witzig. Naja, jedenfalls, Hühnchen, hellgrüner Farbstoff für die Lithiumteile. Kann man ja selber craften. Problem war halt. Das Knochenmehl, bis ich mitgekriegt habe, ich habe ja noch einen Haufen Blöcke im System. Habe ich mir trotzdem so komische Tun gemacht, dann habe ich gedacht, naja, die werden ja auch Eier legen. Ja, denkst du, Eier legen sie ja nicht, die legen nur ihre Materialien. Gut, also brauche ich dann definitiv nochmal normale Tun, weil das normale Huhn legt ja Eier und die Eier brauche ich, um noch mehr Hühner herzustellen. Also, naja, ihr wisst schon, Hühner züchten zu können. Problem ist halt, es gibt hier nur die Materialien. Ne? Ist ein so ein Knochenhuhn drin und ein so ein hellgrünes Farbstoffhuhn. Gibt es halt. Dann nehmen wir das auch. Wird jedenfalls noch mehr, wird jedenfalls schön gemacht. Ist erstmal nur, damit ich die einfange, der zweite. Oder ich hatte zwei Knochenhühner gehabt und das andere ist weg. Ich weiß nicht wohin. Das hat sich irgendwie verflüchtigt. Werde ich bestimmt nochmal irgendwann finden. Hier ist es jedenfalls nicht. Gut. Habe ich noch irgendwas wichtig gemacht? Außer das eine, was ich jetzt eh noch zeigen will. Nee. Auf alle Fälle, hier läuft es hoch, Bombaste. Der Thema hat hier richtig durch. Ich bin vorhin online gekommen, habe gedacht, ach, boah, alter Verwalter, hier ist ja richtig was los. Da war die ganze Kiste voll, ich habe da ja keinen Schankel, oder? Und dann, ach ja, übrigens, am Wochenende jetzt habe ich den ersten Testversuch gestartet und war hier mit zwei Leuten auf dem Server. Und bisher alles gut. Sprich, der Startschuss ist eben, dass ich das Pack freigeben kann. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir die vier Slots damit voll kriegen. Genau, das werden wir dann auch machen. Hab zwar jetzt noch ein bisschen im Real Life noch ein bisschen gut was zu tun hier. Das wird natürlich dann spannend werden, wie ich das mache. So, aber das kriegen wir auf alle Fälle hin. Kann ich mich jetzt rantrauen, beziehungsweise kann ich es dem Server auch zumuten. Das läuft alles soweit. Halte ich mein Versprechen, wenn es auch ein bisschen gedauert hat, aber alles mit der Zeit, immer mit der Ruhe. Wir haben keinen Stress, wir haben keine Hektik. Läuft schon. So, okay, genau. Ging ja um diese Lithium- und Erodium-Dinger. Das hat mir alles nicht gereicht, das war alles mir zu langsam. Also, war ich so frei und habe mir noch einen zweiten Void Ore-Miner gebastelt. War jetzt nicht so weiter wild. Meine Materialien, was das angeht, habe ich natürlich, aber um den Tier 2 hinzukriegen, brauche ich wesentlich mehr Erodium. Und dafür brauche ich nur alleine für den Controller oben brauche ich schon 6 Blöcke. Und ich komme gerade mal auf. Jetzt, nach der langen Zeit, komme ich gerade mal auf 4 Blöcke. Also Erodium ist, dauert ein bisschen. Ist aber nicht weiter wild. Wie gesagt, lass laufen, lass ackern, passt schon. So, das war jetzt das von zwischendurch. Jetzt hätte ich mir nochmal Notizen gemacht. Gut, dass ich mein Schild immer nehme hier, weil der kann ja eigentlich mal, könnte ich doch theoretisch das mal kurz hier wegmachen hier. Ich brauche nämlich ein bisschen Leder, denn ich habe ja noch nicht irgendwie eine einzige Kuh gesehen. Werde ich hier trotzdem nochmal ein bisschen nachsetzen. Könnt ihr auch ein paar mehr Trockenregale machen, aber hey. So. Das Schild ist schon wieder zurück. Hier fehlt doch schon wieder was. ME, ich hatte irgendwas mit ME. Ach, genau, den ME Input-Output wollte ich machen. Denn ich habe natürlich auch zwischendurch immer so ein paar Schaltkreise hier gebastelt. Ne? Hier sieht ein bisschen Silizium und so weiter. Zertusquarz ist ja alles kein Problem mehr. Durchschreddern, durchheizen, hat man Silizium oder Silikon? Silizium, Silikon? Nein, das ist schon. Läuft hoch und wenn ich mir die Schaltkreise angucke, denn. Prozessor heißen die. Genau. Seht ihr, also haben wir einen. Jetzt sind ein paar hundert Stück mittlerweile. Das funktioniert auch. Kann ich mir nämlich hier jetzt noch aus den 1K, kann ich mir jetzt noch 64K machen. Eigentlich ohne Probleme.
Material hab ich jetzt. Gut, dit war dit. Jetzt ist die Frage, wollen wir jetzt lieber bauen? Also den Tütsche immer endlich hier mal fertig kriegen? Oder was heißt fertig kriegen? Einfach mal so wirklich anfangen? Oder wollen wir lieber ein paar Disketten fertig basteln? Denn das muss hier alles weg hier. Ich will das hier alles in schön haben. Was sagt denn eigentlich? Was haben wir denn hier noch? Solar. T2. Ach, hier haben wir wieder das Problem. Erodiumblöcke. Nur die vier Blöcke hätte ich jetzt mittlerweile. Aber ich brauche ja. Warte mal, Lithium. Ich brauche. Oh. Wie kriegt denn diese Kyronite hin? Ach, na toll, da brauchst du den Void Ohrminer. Ich brauche erst den Void Ohrminer Tier 2. Bevor ich Solarpanel Tier 2 basteln kann. Na, das läuft ja. Schön wären noch irgendwelche sowas wie eine Quantum Storage oder sowas oder diese Deep Storage Units, damit man hier unendlich Material speichern kann. Ja, ist irgendwie nicht so. Könnte schöner. Warum regnet es denn jetzt? Achso, und es ist schon wieder Nacht. Na gut, dass ich vor der Aufnahme genau nochmal pennen gegangen bin. Das war vor gute 11 Minuten. Oh. Geh weg. Danke. Ja. Jetzt ist die Überlegung. Ich könnte natürlich jetzt auch den mir einen Chunkloader basteln, könnte mir den hinstellen, den Server laufen lassen und alles hier ins System pumpen, aber dann weiß ich genau, es könnte schwierig werden. Halt. Es könnte schwierig sein. Denn wenn du überlegst, was ich jetzt hier schon wieder an, da haben wir doch, an Apatit drin habe, als Blöcke, dann wirst du ungefähr, wie viele einzelne Apatits hier drin im System gelandet sind. Es war eine ganze Menge. Ich meine, das meiste ist ja jetzt sowieso in den Legern drin. Also mache ich mir eigentlich da jetzt gerade nicht so die Gedanken. Aber wer weiß, was passiert, wenn ich das Ding jetzt laufen lasse? Ich weiß es nicht. Aber eigentlich wäre die vernünftigste Variante. Eigentlich. Das heißt, ihr könnt jetzt eigentlich, müsstet hier theoretisch. Warte mal. Unten habe ich noch Uranium angeschlossen. Das andere Uranium von Immersive Engineering, das läuft hier mit rein. Kann den Reaktor mit versorgen. Das läuft also. Oh, wenn man guckt, wie viel schon von dem Plutonium hier drin ist. Alter Verwalter, da ist richtig was passiert. Aber hey. Ach, geht mal einer an. Ja, doch ein bisschen was mehr, ne? Ist ja, komm. Machen wir da rein. Fertig. Ja. Ich würde dann doch gerne, wenn ich die auf die Blacklist setze, habe ich die weiterhin hier unten drin. Genauso wie Iridium und das Platin, was geschreddert ist. Aber ich habe keine Ausgänge mehr. Ich habe keine Ausgänge mehr. Und ich möchte eigentlich. Was habe ich denn? Welche Farbe ist das? Schwarz. Naja, man könnte ja das normalerweise gleich ins System laufen lassen. Dann hätten wir vielleicht weniger Probleme. Das wäre der Ausgang, genau. Das heißt, das Kabel. Doch, so kann ich es machen. Setze ich hier einfach eine Kiste zwischen und kann dann die Kiste irgendwie in die Richtung. Oh ja. Mal hier geht das raus. Das machen wir hier raus. Mit, auch mit einer Servo, mit einer Blacklist und laufen das. Blacklist. Brauche ich aber definitiv eine bessere Servo, denn ich muss 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Filter setzen. Obwohl ja die Dinger nicht so viele sind, wa? Welche Servo hat denn eigentlich mehr? Ach,
Ich weiß es nicht. Aber warte mal. Nee, halt. Item. Konduits habe ich doch hier drin irgendwo. Doch, genau. Fluid brauche ich nicht. Strom brauche ich auch nicht. Da ist die Wrench. Die brauchen wir definitiv. Wenn ich die Kiste genau hier hinsetze. Halt, eine Servo, hat gesagt. Ich brauche noch eine Servo. Und gucken wir mal. Was für eine Servo haben wir denn hier? So, wie viel haben wir denn hier? Wir haben Items, Extraktionsrate 3. Wo kann ich denn sehen? Je aus einem Slot. Ich glaube, das bleibt dann wahrscheinlich immer bei 3 Items, oder? Ich kann jetzt hier tatsächlich keinen Unterschied sehen. Verdammt, warte mal, wir haben doch eine Signalum habe ich doch da. Ich habe doch hier eine Signalum-Servo drin. Ja, und warum mache ich die jetzt hier? Gut. Oh, ein Signalum sind so ja 12. Och, das ist ja schön. Siehst du wieder? Ja, dann machen wir eine Signalum. Ist doch in Ordnung. Du kannst du doch mit leben. Ja, wunderbar. Passt. Gut. Dann mache ich mir nochmal 2 Signalum-Teile. Das könnte denn theoretisch, müsste das denn funktionieren? Den da wollte ich haben. Was brauche ich denn alles dafür? Oh, ja, nicht so viel. Ich brauche lediglich noch ein bisschen Eisen hier. Ja, habe ich jetzt 5. Auch in Ordnung. Gut. Sehr geil. Habe ich nicht irgendwo eine schöne Truhe rausgeholt? Nee, aber wollte ich wahrscheinlich, wa? So, machen wir kurz diesen hier. Ich muss mal hier kurz Material. So, hier haben wir den. Setzen wir die Kiste hier rein. Das läuft schon mal da rein. So, den haben wir jetzt hier. Das läuft alles da rein. Das ist in Ordnung. Dann brauche ich jetzt jeweils... Ach nee, warte mal, ist ja eigentlich Blödsinn, weil das, was ja jetzt hier oben, die brauche ich ja nicht rausnehmen, die kommen ja von hier hin, ne? Okay, Platin und Dimension, das ist ja in Ordnung. Ja, da muss man halt wirklich tatsächlich nur mal zwischendurch ins System kicken. Also kann ich denn auf der Blacklist einfach nur die hier setzen? Oder kann ich nur? Hätte auch nur noch ganz normale Servo hier reicht. Oh ja. Gut. Ist jetzt so. Okay. Ignoriere mal. Die setzen wir mal alle kurz rein hier. Lup. Hey, das ist falsch. So, das kommt hier alles raus. Muss ich halt immer nur ins System gucken. Komme ich nicht drum rum. So, das läuft jetzt hier alle rein. Die Kiste ist auch gleich voll. Das finde ich gerade äußerst blöde. So, ich muss nur halt nur in die Kiste da unten rein, denn da wird nämlich alles ins System gezogen. Ist ja gerade nur temporär. Oh. Da läuft schon ein Kabel lang. Ja, hups. Warte mal. So, da läuft schon ein Kabel lang hier. Wie sieht's hier so aus? Kann ich das so lang laufen lassen? Ja, geht eigentlich, oder? So, komm mal her. Halt. Du kommst da weg. So. Du kommst da auch weg. Oh, dann sollte das doch eigentlich gut funktionieren. Wenn ich jetzt hier sage, zack, machen wir den hier drin. Alles ignorieren. Ja. Da siehst du mal. Kann man doch tatsächlich mitarbeiten. Das läuft alles ins System rein. Sehr schön. Das war jetzt einfacher als gedacht. Ich habe mir das gerade schwieriger vorgestellt, aber ich habe gerade, sehe ich gerade,
Das war wieder doof. Das war auch doof. Ich muss noch mal einmal rüber. Ich brauche ein bisschen Steinchen. Ich muss ja das Loch hier wieder zumachen. So, komm mal her hier. Zack, ein bisschen rüber hier. Ich will ja hier trotzdem ganz normal weiterlaufen können. Jo, die sagt halt. Okay. Er braucht ein bisschen. Na gut, ist auch in Ordnung. So, und das heißt, alles, was durchgeschreddert wird, bleibt, das haben wir dann auch da. Dann können wir hier vielleicht noch ein bisschen erweitern. Denn ich habe jetzt echt keine Ahnung, wie viel von dem Rest übrig bleibt. Mika mal gespannt, ob die Disketten dann wirklich irgendwann zeitnah zulaufen. Denn die Befürchtung habe ich tatsächlich. Aber wir haben noch zwei leere 64K. Das sollte eine Weile reichen. Gut. Dann, haltet, war falsch. Gehen wir mal hier hin. Dann wird es tatsächlich so, dass ich jetzt hier den Schankloder mal laufen lasse. Und dann bin ich echt mal... Ein Büchlein könnten wir vielleicht mal machen. Ich habe ein Buch im System. Okay. Halt. So. Dann haben wir jetzt hier mal den Schankloder. Wir brauchen ja jetzt nicht... So viel. So, was haben wir denn hier? Machen wir einen neuen Chunk. Zeig mal, wie groß ist der denn? Das reicht nicht ganz. Wir gehen mal auf 25. Das könnte tatsächlich reichen. Okay, die Hühner sind mit drinne. Die Maschinen ja sowieso. Was sagt denn? Ah. Sehe ich jetzt von hier aus nicht mehr. Ah, doch, das müsste, könnte theoretisch reichen. Na, gucken wir mal. Gut, werden wir sehen. Das war jetzt jedenfalls die Folge. Ein bisschen Erklärbär und ein bisschen Chunkloader und ein bisschen viel, würde ich fast sagen. Das läuft erstmal und dann bin ich auf alle Fälle, ja... Für euch in der nächsten Folge, für mich dann auch, weil ich werde jetzt hier die Aufnahme beenden, gucken, was denn hier passiert ist. Also ich hoffe, dass hier nicht irgendwie was überläuft, würde sich aber wahrscheinlich anbieten, mir das Leben hier so schwer zu machen. Kriegen wir alle hin, werden wir gucken. Wir sind ja noch im Aufbaustadium. Ansonsten, warte mal, jetzt geht es im Dunkeln hier wieder jetzt. Nein. Zap, zap, zap. Genau vor 11 Minuten hat er gesagt. In die nächsten 11 Minuten rum schon wieder dunkel. Okay. Naja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, meine Freunde. Und tschüss.